das Besondere an dem Beruf ist einfach diese Vielfalt, dieser Facettenreichtum, den man einfach durch diese unterschiedlichsten Versorgungen, unterschiedlichsten Menschen, Patienten immer wieder erlebt. Man hat von schüchternen Patienten, die Probleme haben, die hinterher wirklich aufblühen, bis hin zu wirklich offenen Patienten, die alles direkt mitmachen und dabei sind, echt alles dabei. Da kann man viel über Menschen, viel über sich und viel über den Beruf lernen. Mein Tag beginnt morgens immer mit der Morgenbesprechung. Um 7:30 treffen wir uns alle in der Werkstatt. Es wird einmal kurz besprochen, was den Tag so anliegt. Wer hat viel zu tun, wer hat wenig zu tun und kann irgendwen unterstützen oder einspringen. Danach geht es zu mir nach hinten, zum Gesellen, zu den Marschschuhen. Und da bin ich einfach gerade dabei, alles von vorne zu lernen. Das heißt, es ist für mich alles neu und ich lerne im Moment einfach mega viel dazu. Das Besondere an der Ausbildung im St. Josef Stift ist, dass man einfach wirklich im direkten Kontakt zu Patienten steht. Man ist von Anfang an bei den Versorgungen mit dabei, man kann die Patienten im Vorjahr-Nachher-Vergleich sehen. Dadurch ist man einfach viel, viel themengebundener dabei. Man sieht Verbesserungen, Verschlechterungen, man kann dadurch selbst an sich arbeiten und das macht die Ausbildung eigentlich sehr besonders. Aktuell bin ich bei der Marschschuhversorgung dabei. Das heißt, die Patienten bekommen orthopädische Marschschuhe, die passgenau über einen sogenannten Leisten an ihre Füße angepasst werden. Dafür wird erstmal ein Gipsabdruck mit den Patienten gemacht, worüber dann dieses positive Modell erstellt wird, der sogenannte Leisten. Danach wird dann die Bettung gebaut, quasi das, was den Fuß im Schuh hält. Anschließend wird dann gezwickt, das heißt, das Oberleder kommt über den Schuh. Da können sich Patienten wirklich mittlerweile alles aussuchen. Es muss nicht mehr dieser klassische Orthopädie-Schuhmacher braune Maßschuh sein. Da ist mittlerweile wirklich von schick bis sportlich alles dabei, je nachdem, was halt die Fußproportionen zulassen. Aber gestaltungstechnisch ist da wirklich mittlerweile viel möglich. Und letztendlich natürlich auch die Abgabe der Maßschuhe dann und das glückliche Gesicht der Patienten. Neben der handwerklichen klassischen Ausbildung wird auch mittlerweile die Digitalisierung großgeschrieben. Man lernt in der Ausbildung sowohl die klassische Variante vom Blauabdruck als auch mittlerweile die neuere Technik, den 2D-Scan. Das heißt, wir bearbeiten den Scan direkt am PC und können damit dann später auch die Einlagen schleifen. Zudem gibt es dann noch die Kompressionstherapie. Dort ist es mittlerweile vom klassischen Messen mit Hand zum 3D-Scan übergegangen. Da gibt es mittlerweile ein ganzes Scan-System bei uns, was dann vor allem Beine und Hüfte, je nachdem, ob es ein Strumpf oder eine Strumpfhose wird, ausgemessen werden kann. Das Teamgefühl in der orthopädischen Werkstatt ist auf jeden Fall stark vorhanden. Man kann als Auszubildende sowohl zu Techniker als auch zum Schuhmacher gehen und kriegt wirklich bei Fragen oder Problemen von allen Seiten Hilfe. Wenn Probleme bei irgendwelchen Beratungsgesprächen für die Patienten sind, kann man sich immer wieder irgendwen dazu holen. Das ist einfach schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man da einfach so offen miteinander umgehen kann.